Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Wild Shade und zu den Update News, denn es ist einiges Neues reingekommen mit Patch 1.8.8. Als allererstes natürlich groß das Ligasystem. Ihr könnt jetzt hoch bis in die Diamantliga upgraden. Ihr seht nämlich hier jetzt die unterschiedlichen Ligen. Und das ist übrigens so, dass die Ligen immer um einen mehr werden. Also es gibt Bronze 1 und 2, danach kommt Silber 1, 2, 3, dann Gold 1, 2, 3, 4. Und so geht das weiter, bis ihr nach oben kommt, bis in die finale Diamantliga, die dann bis 5 geht. Dazu gibt es zwei neue Sättel, ihr habt generell neue Ausrüstung, die ihr euch übrigens generell schon anschauen könnt. Und jeweils bei den Gegenständen seht ihr dann, wie die Sachen freigeschaltet werden. Ihr seht, wenn ihr über die Sachen jeweils drüber geht, die da gelockt sind, seht ihr immer, wie die Sachen freigeschaltet werden, wo. Und das seht ihr dann natürlich dann immer, wenn ihr jeweils über die neuen Gegenstände geht und ihr dann halt seht, warum. Wie zum Beispiel hier bei Silber 2. Oder hier natürlich, wow, die richtig, richtig coole Decke ab Diamant 2. Selbes gilt bei den neuen Farben, wo ihr auch schon die neue, super, super seltene Diamant-Haarfarbe drin habt, die dann natürlich auch, wenn ihr sie findet, erstmal dann geschlossen ist, bis ihr es natürlich in die oberen Ligen schafft. Hier bei Diamant 7 sogar. Hier seht ihr die Diamant-Haarfarbe. Zusätzlich sind natürlich noch einige andere Sachen reingekommen. Unter anderem habt ihr natürlich dann auch die neuen Pakete und die neuen super seltenen Farben, nämlich Gold, Redberry, Rust, Silver. Ihr habt generell die neuen Pakete hier. Und zu den Paketen kann man ganz klar sagen, auch durch das Scream-Paket, dass ihr erstens keine 5000 Sun Crystals dazu bekommt. Dafür gibt es diese Farben eben nur im Store und ihr habt keine andere Möglichkeit, die Sachen zu bekommen. Und hier seht ihr dann eben die super seltenen Fellfarben. Außerdem natürlich auch noch die richtig, richtig neuen seltenen Pferde-Markings, wie ihr jetzt hier sie an dem Red Berry sieht. Außerdem wurden ein paar Bugfixes gemacht. Es gibt ein neues Loop-System, das heißt sozusagen die Musik echot teilweise nicht mehr so komisch. Dann wurde die Start- und Zielgerade bei Windmill Hill verändert und es wurden auch ein paar der Spells angepasst. Unter anderem kommt jetzt Pegasus nicht mehr so häufig. Übrigens kann ich euch direkt sagen, es gibt da noch einen kleinen Fehler. Natürlich steigen die Leute, die jetzt hier unten sind, nicht mehr in eine andere Liga ab und die drei nur auf. Das wird aber auf jeden Fall noch angepasst. Außerdem sollen auch nicht alle anderen Plätze absteigen, sondern nur die unterste. Natürlich steigt ihr von Bronze 1 nicht mehr weiter nach unten ab. Übrigens seht ihr auch hier, dass die Anzeige für Mooncoins und Sun Crystals nochmal optisch verändert wurde. Ich bin gespannt, wie ihr die Update-Sache so bisher findet, ob sie euch gut gefällt, ob ihr sagt, so ja, ist nicht ganz so meins. Und definitiv bin ich gespannt, was ihr zu dieser neuen Version sagt. Ich persönlich muss sagen, dass ich einige Sachen davon richtig, richtig cool finde. Unter anderem gefallen mir die neuen Fellfarben und auch diese Möglichkeit, mit dem Ligasystem aufzusteigen und mir dadurch immer mehr und bessere Rewards zu verdienen. Und ich bin gespannt, was man dann noch alles für coole Duelle dann erleben wird. Eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu einer neuen Runde Wild Shade wieder.